Das sah jetzt ganz schön heftig aus. Alles gut gegangen, aber das war ein eingesprungener 360 hier. Oh, der Außenski unter den Innenski und dann geht es einmal um die eigene Achse. Also im Freestyle wäre das ein astreiner 360 gewesen. Mit besten Haltungsnoten. Mensch, schade. Eine Dreiviertelsekunde bei der letzten Zwischenzeit. Der Trainer, Vorsprung. Der Trainer ist gerade hingegangen. Und Sieg für Michaela Schifrin. Sie ist wieder in einer unglaublichen Form. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich ziehe den Hut. Sie pulverisiert alle Rekorde. Jetzt sind es nur noch 6 Weltcup-Siege bis zur großen Lindsay Vonn. Keiner zweifelt daran, dass sie das sogar schon in naher Zukunft erreichen wird. Es ist einfach großartig. 2. Weltcup in dieser Saison, 2. Sieg. Sie eilt von Sieg zu Sieg. Sie gewinnt vor Wendy Holdener auf Rang 3 wieder. Heute Petra Vlhová auf Rang 3 und wieder auf Rang 4 Lena Dürr. 2 vierte Plätze. Das ist natürlich nicht so gut wie letztes Jahr, als sie 2-mal Dritte geworden ist, ganz klar. Aber sie ist wieder dabei in der absoluten Weltspitze und sehr positiv. Andrea Filser auf Rang 13, halbes WM-Ticket. Vlhová auf Rang 3. 2. Wendy Holdener schon wieder. Und Michaela Schifrin, sie hat es schon wieder getan. Michaela Schifrin, die beste Skifahrerin dieses Planeten. Hier haben sie es nochmal schwarz auf weiß. Lena Dürr auf Rang 4. Ich bin gespannt, wie sie es wegsteckt für nächste Woche in Killington. Da hat sie dann die nächste Chance nochmal anzugreifen. Und sie weiß, sie ist voll dabei. Sie hat die Chance auch zu gewinnen. Selbst gegen eine Michaela Schifrin. Und ganz positiv möchte ich nochmal hervorheben, mit 5 bester Laufzeit im 2. Durchgang Andrea Filser. Und das soll es von mir gewesen sein, vom 2. Slalom in Levi. Weiter geht's mit Markus Uttmann. Und da sehen wir noch mal ein paar wunderbare Studien im Hintergrund. 2 tolle Rennen, 2 tolle Ergebnisse für Lena.